Willkommen in Salzburg. Kommt mit auf unserem Streifzug durch die historische Altstadt und der Festung. Für mich gehört Salzburg schon vielen Jahren zum festen Besuchsprogramm, wenn ich mich in dieser Region aufhalte. Da ich schon über viele, viele Jahre immer wieder zum Skilaufen dort unten war und dann jeden Skiurlaub auch ein Salzburg-Besuch anstand, freue ich mich dieses Jahr besonders, Salzburg im Sommer zu erleben. Übernachtet haben wir ganz klassisch am Reisemobil-Stellplatz Salzburg. Dieser Stellplatz bietet eine ausreichende Anzahl an Plätzen für die Fähr- und Entsorgung. Gezahlt wird der Platz in bar, entweder über ein Umschlagsystem oder, wenn die Besitzer persönlich anwesend sind, natürlich persönlich in der Rezeption. In Österreich gibt es eine App vom ÖAMTC, dem österreichischen Automobilclub, die ähnlich funktioniert wie die deutsche Dronik-App. Und da mir für diesen Bereich auf dieser App ebenfalls Flugerlaubnis gegeben wurde, habe ich den rasenden Falken natürlich auch in die Lüfte geschickt. Eine Bushaltestelle befindet sich unmittelbar an der Einfahrt zum Stellplatz. Von hier aus fahren die Busse direkt in die Innenstadt. Am zweiten Tag besuchen wir das Viertel Mirabell. Am frühen Nachmittag machen wir uns auf zu unserem nächsten Ziel. Wir möchten in die Eisriesenwelt. Übernachten werden wir in dem Ort Werfenbeng. Für die Fahrt vom Wohnmobilstellplatz Salzburg nach Werfenbeng brauchen wir ungefähr eine Stunde. Thank you.
Der Stellplatz in Werfenbeng ist eigentlich ein Wanderparkplatz, an dem man aber auch mit Wohnmobilen 24 Stunden stehen darf. 24 Stunden kosten 7 Euro und sind an dem Bezahlautomaten entsprechend zu entrichten. Dieser Stellplatz verfügt über keine Fähr- und Entsorgung und auch keinen Strom. Hier hatte die ÖAMTC-App keine Einwendungen für einen Flug des rasenden Falken, sodass ihr euch selber überzeugen könnt, wie schön man an diesem Stellplatz steht. Der Kassenautomat akzeptiert übrigens verschiedene Zahlarten. Bar mit Münzen bzw. Schein und unterschiedliche Kreditkarten. Und nun geht es rauf zur Eisriesenwelt. Nachdem das erste Teilstück zu Fuß gemacht werden muss, hat man als zweite Etappe einen kleinen Weg mit einer Seilbahn, um anschließend nochmal diese Serpentinen zu Fuß zurückzulegen. Und dann ist der Eingang der Höhle endlich erreicht. Normalerweise ist das Fotografieren in der Höhle verboten. In der Vorsaison wird jedoch eine Ausnahme gemacht und so kann ich euch auch gleich ein paar Eindrücke aus der Höhle bieten. Allerdings ist man nur traditionell mit Karbidlampen in der Höhle unterwegs. Ich denke, wir werden mal eine Ausnahme machen, weil noch nicht so viel los ist. Genau, jetzt müssen wir Glück weiter. Eiswiesen aus der germanischen Mythologie, der eben das Eis und auch die Finsternis repräsentiert. Also der Name ist schon ziemlich passend für diese Höhle. Natürlich war es damals noch ein bisschen anders als jetzt. Ja, da war es zum Beispiel auch keine Gondeln hier hoch, keine Wege, weder am Berg noch in der Höhle. Für uns geht es jetzt weiter an den Königssee. Dazu aber mehr im nächsten Video. Wenn euch diese Aufnahmen gefallen haben, freue ich mich natürlich sehr, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt und ein Abo und vielleicht sogar die Glocke anklickt, damit ihr das nächste Video nicht verpasst. Tschüss, bis demnächst!